Hallo, ich bin Kathi von Freunde fürs Leben e.V. und ich sitze hier mit Marc Benecke, der extra für uns angereist ist, um heute den Teaser für 600 Leben mit uns zu drehen. Marc, warum ist dir das Thema so wichtig? Warum liegt es dir so am Herzen? Also in meiner Praxis, ich bin Kriminalbiologe, Sachverständiger für biologische Spuren. Da sind sehr viele Menschen, die glauben, dass da irgendein Mörder rumläuft, der jemanden getötet hat. Aber in Wirklichkeit sind es halt leider häufig einfach Suizidtote, also Menschen, die sich selbst getötet haben, durch Erhängen, Tabletten genommen, in die Badewanne gelegt, auch verrückte Sachen gemacht, erst geschnitten, dann in die Badewanne gelegt, dann wieder rausgegangen, die Treppe runtergestürzt und so. Wo einfach ein normaler Mensch sagt, also erstens kann das nicht sein, weil junge Leute machen doch nicht, die haben das ganze Leben nur noch vor sich. Und zweitens, mein Kind oder so, mein Angehöriger, mein Bruder, meine Schwester, die würden das nicht tun. Aber es stimmt halt beides nicht. Es machen viele junge Leute, töten sich selbst, wenn sie psychisch irgendwie sehr, sehr stark belastet sind. Und diese verrückten Begehungsmethoden sind überhaupt nicht verrückt, wenn man sich mal in die Lage reinversetzt, dass derjenige jetzt wirklich einfach sein Leben beenden möchte. Und dann greift er halt manchmal oder sie auch zu merkwürdigen Mitteln. Wir fordern ja dieses Jahr konkret eine Aufklärungskampagne zu den Themen Depression und Suizid. Warum denkst du, ist genau das so wichtig? Unabhängig davon, dass die Angehörigen einfach mal eine Handhabe haben sollen, dass sie nicht mehr den Phantommörder oder die Phantommörderin suchen, geht es auch darum, dass man mal einfach mit Nachbarn ganz normal darüber reden kann, mit Freunden, mit weiteren entfernten Angehörigen und dass das nicht immer so ein Thema ist, was dann in der Ecke bleibt. Also dass die Menschen mit Depressionen, die haben ja auch immer den Eindruck, dass da so was um die Ecke kommt, sich anschleicht und so ist das dann halt auch bei irgendeiner Familienfeier. Da versuchen viele dann einfach immer das Thema so wegzuhalten, aber es ist trotzdem im Raum die ganze Zeit und das wäre ja viel einfacher, wenn man einfach das ganz klipp und klar sagen könnte, ja, jetzt bin ich traurig oder ja, jetzt bin ich nicht mehr so traurig darüber, was passiert ist, als Angehöriger meine ich jetzt. Gleichzeitig wäre es auch gut, wenn man den Menschen den Raum gibt, mal zu sagen, also sich zurückzuziehen, wenn sie halt ihren Arsch nicht aus dem Bett kriegen. Das ist ja auch eigentlich das größte Problem überhaupt, dass alle immer sagen, ja, derjenige ist faul oder er hat keinen Bock zu arbeiten oder irgend so ein Stuss. Und das wirkt von außen ja auch so. Wenn man es nicht besser weiß, dann sagt man, was kann jetzt daran so schwer sein, aus dem Bett aufzustehen? Fuß raus, aufstehen, abspülen, duschen. Was ist daran so schwierig? Aber ist halt leider sehr, sehr schwierig. Und wenn man nicht weiß, dass das eine psychische Belastung ist, dann ist man untolerant, ohne dass man untolerant sein möchte. Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele Gründe, über dieses eigentlich völlig normale Thema einfach mal zu reden. Okay, Marc, und warum sollten die Leute jetzt am 10. September kommen und die Aktion 600 Leben unterstützen? Ja, ihr habt ja hier diese Aktion, die du da jetzt gerade angesprochen hast, vor dem Brandenburger Tor, außerordentlich, plakativ, da legen sich dann Leute oder lassen sich sogar zu Boden fallen. Eben, wenn es geht, 600 Leute, um zu zeigen, wie viele Menschen das sind. Und ich glaube, besser kann man es nicht machen. Erstens, so, man sieht ja auch so ein bisschen, wie die Leute da rumstehen und dann so, hä, was ist denn da los? Also, dass die einfach mal interessiert daran sind. Aber eben auch für die Leute, die mitmachen, ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, das auch mal in sowas Körperliches übergehen zu lassen. Weil wenn man dann weiß, das ist eine psychische Erkrankung, dann sagt man, na gut, der ist vielleicht psychisch jetzt außer Balance, aber was hat das mit dem Körper zu tun? Ja, alles, weil die Psyche ja im Körper drin ist. Deswegen finde ich das gut, wenn man das mal einfach so ein bisschen verschmilzt und alles zu zusammen macht. Und ich denke mal, das kriegt dann auch noch viel mehr Schwung. Dann hat man was, was man auch einfach mal zeigen kann auf Fotos, bei YouTube oder wo man selber was darüber erzählen kann. Und für die Angehörigen, das wissen wir ja vom letzten Mal, ist es auch wichtig, dass sie auf die Art das Ganze auch mal in der Bewegung und in Handeln umsetzen können, weil sonst immer diese komische, schwammige, schaumige Barriere dazwischen ist, zwischen Nachdenken, nicht richtig drüber reden können, Informationen aus dem Internet, der Arzt hat auch komische Sachen gesagt, die man irgendwie beleidigend findet, obwohl sie gar nicht so gemeint waren. Und das kann man manchmal einfach durch so eine Handlung, kann man da den Knoten ein bisschen lösen und das Paket aufmachen. Okay, Marc, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Sehr gerne. Kommt bitte alle am 10. September 2015 um 13 Uhr ans Brandenburger Tor. Wenn es geht, meldet euch bitte an unter www.600 als Zahl 600leben.de. Bis dann.